Deutschlandweit gibt es insgesamt 15 Feriencamps der Kinderschutzorganisation World Childhood Foundation. Gegründet wurde die Organisation von Königin Silvia von Schweden. Im Erlebnispark Schloss Thurn ist eines davon. Königin Silvia von Schweden ist extra nach Oberfranken gekommen, um gemeinsam mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und bei denen hat sie ganz schön Eindruck hinterlassen. Es war sehr lustig, mit ihr zu essen, und ich fand es eigentlich auch schön, mit ihr zu essen. Und es war schön, dass sie uns so viele Fragen beantwortet hat und sie beim Kochen zuzusehen, das war auch schön. Sie war cool, so ruhig. Wir haben, ich kann nichts erklären, es war einfach zu schön. Hast du dir sie auch so vorgestellt als Königin? Naja, ich habe sie halt in einem Kleid, das mir klar kommt und mit einer Krone kommt. Zusammen mit der Deutschen Fernsehlotterie wird 1600 Jungen und Mädchen aus sozial schwächeren Familien ein Ferienerlebnis ermöglicht. Für den Erlebnispark Schloss Thurn ist es ein ehrwürdiges Ereignis, den königlichen Besuch empfangen zu dürfen. Es war natürlich von der Vorbereitung etwas stressig, muss ich zugeben, weil sehr viele Kleinigkeiten, Details, ein ganz präziser Zeitplan war da, die Sicherheitsvorkehrungen und, also dass auch alle verpflegt werden. Majestät ist ja gegen 11 Uhr hier angekommen. Ist dann mit der Kutsche mit uns in die Westernstadt bzw. ins Ferienlager vom Erlebnispark Schloss Thurn gefahren und hat dann mit den Kindern eben gegrillt. Da war der Grillweltmeister da und hat also tolle Sachen gezeigt. Ich habe heute ganz viel dazugelernt, was das Grillen anbelangt. Doch nicht nur die Kinder freuen sich auf die Königin. Etliche Besucher sind extra in den Park gekommen, um einen Blick auf Königin Silvia von Schweden zu erhaschen. Und dafür haben sie sich auch extra in Schale geworfen.